Hallo und herzlich willkommen. Na, lass mal erstmal die 60 DA starten. Und damit ein rührendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohenbeacht Adam9 und ich begrüße euch heute wieder im schönen Rumänien zum letzten Teil unserer Fahrt von Sibiu über Kalimanești nach Babini. Und im Teil 1 sind wir mit dem Desiro der CFR-Baureihe 96 von Sibiu nach Wiederold gefahren. Im Teil 2 dann mit den R, also mit der 060 DA und 3-Personenwagen von Wiederold nach Kalimanești. Und heute geht es mit einem, muss ich mal ganz schnell schauen, mit dem Interregio 15-22, der nach Bukarest fährt, geht es jetzt von Kalimanești nach Babeni. Und zwar nur mit zwei Halten, insgesamt drei Halten mit Babeni dazugerechnet. Wir dürfen jetzt schon abfahren, also würde ich sagen, schauen, dass wir loskommen, oder? Ah, noch die Handbremse lösen, schauen wir, dass wir loskommen. So, ihr seht, da gab es jetzt richtig mal was auf die Ohren für euch. Und zwar, da kam jetzt noch ein Güterzug aus Richtung Sibiu für das Heizkraftwerk in der Nähe von Babeni. Aber wir haben natürlich mit unseren Interregio Vorrang, das ist klar. Hatten jetzt hier einen Aufenthalt. Der Zug startet hier und fährt, wie gesagt, das Interregio nach Bukarest. Ihr habt gesehen, alles sehr moderne Wagen. Kann ja mal reingehen. So sehen die von innen aus. Also für die CFR richtig modern, würde ich mal sagen. Also für die rumänische Staatsbahn. Genau. Aber wir sind natürlich vorne. Der Regionalzug aus dem zweiten Teil würde übrigens auch nach Babeni fahren. Aber ich habe gedacht, ich will euch ja mal ein bisschen was anderes zeigen. Aber mal was Schnelles fahren hier. Könnten wir sagen, was wir wollen, der Motorsound ist einfach Hammer. Der ist einfach Hammer, ist der. Jawohl, und da kam der leere Kurbelzug. Hier ist sehr viel Kohleverkehr auf der Strecke. Oh, schau mal, die ganze Reisebus auf der linken Seite.
Ah, jetzt sollen wir ein bisschen langsam mal ein bisschen auslösen hier. Muss ich sagen, das Spiel macht mir so dermaßen Spaß zu spielen. Aber ich weiß ja, ihr wollt viel auch Train Sim World sehen. Jetzt würde ich viel mehr rumänischen Zugsimulator machen, weil die Zeiten, die es da gibt, die sind halt alle auf Rumänisch und ich glaube, dass da keiner von sich aus rauskommt, rumänischen Zugsimulator zu machen. Jetzt ab Kalimanesti bis Mamliku, weil Chea ist, glaube ich, Linie 2. Also Bahnsteig 2 ist alles zweigleisig. Wir fahren jetzt übrigens nicht die Reihe 060 DA, sondern die 062, das ist die modernisierte und schnellere Variante. Also die 060 darf ja nur 100 km/h fahren, diese darf sogar 120 km/h fahren. Das können wir sogar nach Rovniku Vecea ausfahren. Fahren. Auf der linken Seite standen ein paar verkammelte Wagen. Jetzt haben wir wieder eine Ladestelle. Und zwar mit 30 km/h, wie man unten sieht. So.
Kollege am 130 gelaufen, auf der anderen Seite wäre ich sogar nicht gewesen. Jetzt darfst du wieder Stoff geben hier. Es gibt auch eine Aufgabe, da fährst du durch mit einem richtigen Schlafwagenzug. Ich glaube, das sind 12 Wagen oder sowas. Hat sich schon ein bisschen zu kämpfen. So, auf der linken Seite sieht man, da ist das Ersatzrot an vom Signal. Wird das Rot ausgebrannt sein. So, da drüben haben wir gleich das Containerterminal. Da steht sogar der Rangierlok drin. Containerzug. So. Fanden wir schön, dass die rumänische Landschaft. Rechts ist schön Weizen, was wahrscheinlich gerade erntereif ist. Hier. Da ist eine alte Bahnstrecke.
jetzt haben wir gerade Langsamfahrt erwarten gehabt mit R Richtungsanzeiger. Jetzt müssen wir unter 90, sind wir ja sowieso schon, jetzt sind wir schon bei 70. Und dann gibt es gleich noch eine zweite Geschwindigkeit. Aber dadurch, dass wir so richtig gute Bremsprozente haben, fahren wir an der oberen Zugart rapid. Unter 65. Da gibt es auch einen kleinen Haltepunkt hier. Einfach mit 30 und Halter warten. Halleluja, warum spackt denn der Rechner schon wieder so rum hier? Jetzt haben wir dann 4 Minuten Aufenthalt. Einfach mit 30. Was ist da randaliert? Die Randalierlok oder was? Die Randalierlok randaliert. Hier wird im Gegensatz zu Kalimanesti noch Züge abgestellt und starten. Halten und starten, besser gesagt. So, ich glaube ja, dass die Rangierlok gerade die Wagen da hingestellt hat, bereitgestellt hat.
So. Mal schauen, was eigentlich auf dem Wagen steht. Das wollte ich schon sehen. Ach so, es steht sogar Bukarest Nord drauf. So. Schranken wäre da hier. Bin gespannt. Dreht ihr dann auch schön die Schranken hoch? Sehr schön. Sehr schön. Schaut, und jetzt 120, also einmal volle Möhre hier. Jetzt gibt es hier Spur gerade und jetzt hier, da würde ich da noch 120 Sachen machen. Also so viel wie geht. Was hier leider fehlt, ist der Fahrplan. Wenn wir den anderen Maschinen so schön drauf haben. Doch Funk lassen. Hopsala, spackt der manchmal rum. Was ist los? Ist jetzt zu schnell, hä? Bist nicht gewöhnt in diesem Spiel, dass wir auf wenigen Gleisen so schnell fahren. Sogar mal bremsen, weil da vorne 100 sind. Habe ich mich so gefreut. Vollgas. Warte mal, ich glaube, da vorne kommt gleich ein Bahnhof, oder? Pass auf, Leute, wir sind jetzt mal witzig.
Stellen uns mal da vorne schön an den Bahnsteig. So, wir sind hier der Typ hier. Machen einmal Bahnsteigkontrolle hier. Respekt, ist der schnell. Bin ich von rumänischen Zügen gar nicht gewohnt. Ah, schau, da hast du sogar noch Funksignale. Oh, da hinten ist übrigens das Kohlekraftwerk, ne? Wo die ganze Kohle hingeht. Hat sogar zwei Bahnhöfe. Einmal Govorda und einmal, wo wir, wo ist der Bahnhof, wo wir gerade waren? Aber Raureni. Raureni und Govorda gehen die Kohlenzüge hin. Ich glaube, der mag da drüben das Kohlekraftwerk nicht so. Gorra dürfen wir da nicht vergessen anzuhalten. Da war noch ein Zwischenhalt vor Babine. Gorra Linia Patru Galatori. Also manchmal verstehe ich nicht, warum der so rumspackt, der Computer. Bei TSW macht er nicht solche Zicken, aber dafür bei dem Spiel. So. Einfach Vorsignal geworden. Was? Ausfahrt halt. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Hier scharf runterbremsen. Ja, überall stehen hier Kohlewagen, Kohlezüge. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht frei haben. Ich wüsste hier nichts von Gegenverkehr. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Wir haben ja hier kurz Aufenthalt bis 5.
Ja, jetzt stehen wir halt hier. Aber jetzt kann ich mal schauen. Jetzt interessiert mich mal kurz, welche Geschwindigkeit die Wagen haben. Ja, drüben ist LKW, hier sind Kohlezüge, die sind noch voll, die müssen noch wegrangiert werden. Was hat der? 160. Wie viel hat der? 160. Ja, die anderen sind ja alle gleich. Finde schon cool. Schade, dass es nicht wirklich in Rumänien ist. So üblich, dass man mit offenen Türen fährt. Manche fahren ja mit offenen Türen. Ich finde auch cool hier einfach mit den Rückspiegeln hier. Mit den Rückspiegeln. Haben die wirklich. Wollen ist auch noch eine rumänische Flagge oder sowas mit drin hängen. Ganz normal. Finde auch die Vegetation echt cool gemacht. Das ist halt in Rumänien wirklich. Oh, da geht's schon weiter. Wir müssen ja schnell die Fahrgäste nach Bukarest bringen. So, hab gesehen, es ist dann eingleisig geworden. Da drüben verbrennt irgendjemand was. Sehr schön. Dann gleich wirklich. Hier wird es nicht zweigleisig, sondern hier ist der Anschluss nochmal für die Kohlebahn. Und zwar die Kohlezüge, die müssen nach Babeni und mit Babeni Kopf machen und dann da reinfahren. Frag mich nicht warum, das ist halt einfach so. Am besten wäre es hier in der Weichenverbindung und einfach reindrücken. Aber ist nicht. Genau, da hat auch irgendein Zug Einfahrt. Und dann können wir noch die restlichen Kilometer bis Babeni schön flitzen mit 120. So, Feuer frei, damit wir hier pünktlich in Babeni ankommen. Wir werden sogar wahrscheinlich ein bisschen früher ankommen. Ich ziehe dich auf 120 hoch und lass dann rollen. Ja, da blühen rechts und links die Sonnenblumen, sehr schön.
kommt doch irgendwas. Würde ich sagen, wir machen mal die 4 rein. Wechsle dann mal schnell die Seite. Nehm den Kollegen gleich auch nochmal mit. Der Kollege, der mit dem Kultzug fährt. Ja, ganz schön was zu tun, ja. Ganz schön was los hier. Gut, dass ich oben die Meldungen immer mitlese. Da sind wir schon am einfachen Vorsinger vorbei. Und ich quatsche einfach mit euch. Und schaue den Güterzug hinterher. Schaut, da habe ich gut, dass ich Attention gedrückt habe. Zum Glück. Oh, der geht es sogar so cool. Ja, reicht nämlich jetzt schon. Babini! Tatsache! 8 Minuten vor der Zeit, weil wir einfach solche Raser sind. So Leute, nächster Halt Babeni. So, Einfahrt bei Beni. So, dann sind wir gleich in Babeni. So, Leute, willkommen in Babeni. Und dann sind wir in Babeni angekommen. Übrigens, nochmal zum Verständnis, wir sind jetzt hier unten, ne? Ja, geht's nicht weiter. Und diese ganze Strecke, hier unten, bis hier oben, kann man auch, zusammenfahren. Es gibt dann sogar noch die Erweiterung, da kannst du bis hier oben, bis Mediasch fahren.
in einem durch. Ich habe das aber, ich erspart mir hier 3 Stunden mein Gequatsche anzuhören. Genau. Das wäre nämlich passiert, wenn wir durchgefahren wären. Und jetzt sind wir in Babeni. Und jetzt werde ich euch aber auch davor erlösen, dass wir jetzt die ganze Zeit noch schauen müssen, wie die Fahrgäste ein- und aussteigen. Deswegen, wir gehen jetzt einfach hier schön an meiner Lok raus und setzen uns hier. Ah, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Doch, jetzt schon. Okay. Steht oben rechts. Dienstsinner, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wenn ihr weitere Rumänien Train Simulator Videos sehen wollt, schreibt es einfach rein. Ihr habt noch ein paar Strecken. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf. Petroleum P8 oder 9 sagt ciao und gute Fahrt. Tschüss.